Unser Auftrag, Captain. Die Belladonna unter Rodrigo Hortales und seinen Männern. Sie segelt sicherheitshalber als spanisches Schiff, doch sie ist ganz und gar französisch. Die Franzosen bringen eine Schiffsladung Pulver und Kanonen für Georgie und seine Patrioten. Ein paar koloniale Schiffe sollten sie eskortieren, doch sie ließen sie zurück. Seitdem wartet sie hier. Wir sorgen dafür, dass Washington kriegt, worauf er wartet. Wo ist le Capitaine? Ich bin der Kapitän. Ihr kommt spät. Wir kamen so schnell, es der Wind erlaubte. Zu langsam. Und was ist mit eurer Eskorte? Le Randolph war erst bei uns, dann verließ sie uns ohne Warnung. Typisch. Deshalb bestand Le Lieutenant darauf, dass ich an Bord komme. Partons. Wir fahren erst, wenn wir bereit dazu sind. Ah! Der Atlantik ist gefährlich für ein einzelnes Schiff, besonders wenn es so wichtige Fracht geladen hat. Ihr müsst froh sein, dass wir hier sind. Boah, es ist Eis hier. Mein Lieutenant freut sich nicht auf den kalten Norden. Ist der Mann noch ganz bei Trost? Halte die Augen offen, Mr. Faulkner. Wer nach der Belladonna sucht, kann in dem Nebel jederzeit hier auftauchen. Ei, Captain, ich habe ein flaues Gefühl bei der Sache. Die Engländer kommen, Sir! Ah, das ist die Macht von Frankreichs Marine! Die haben sich das falsche Schiff ausgesucht. Warum zum Teufel sind hier so viele Engländer? Ich weiß nicht. Belladonna muss das Schiff nicht Ganze Arbeit! Hack!
General, zieht sie ran! Zu den Waffen! Zu den Waffen! An die Drehbassen! Gebt Deckung vom Achterdeck! Sichert die Achterleinen! Zog den Bug fest! Du weißt nichts davon. Warum seid ihr dann hier? Ein Patriot führte uns her. Nicholas Biddle. Für wen arbeitet Biddle? Das weißt du doch. Assassine. Was hat der Captain gesagt? Nicholas Biddle führte sie hierher. Er hat... Die Randolph. Die Randolph? Klar machen zum Gefecht! Kommando zurück! Er hat längst beigedreht. Wir können die Belladonna nicht zurücklassen. Aber Sir! Sie ist beschädigt und angreifbar. Lass ihn ziehen. Wir sehen ihn früh genug wieder.